Der Nationalpark Theiertal ist seit 2010 als Bildungseinrichtung nach ISO 9001 zertifiziert. Also das ISO 9001 Zertifikat stammt ja aus dem technischen Bereich und da geht es ausschließlich um die Qualitätssicherung unserer Bildungsangebote und das war uns dann nach einer gewissen Zeit zu wenig. Deswegen war das Umweltzeichen dann für uns mehr und mehr interessant und wir haben uns dafür auch beworben. Beim Umweltzeichen spielen auch noch Faktoren wie das gesamte Umweltmanagement eine Rolle, also die ganzen betrieblichen Abläufe in den Einrichtungen des Nationalparks, aber auch sehr stark Bildung für nachhaltige Entwicklung und die Implementierung der Kriterien einer Bildung für nachhaltige Entwicklung in unseren Bildungsangeboten. Uns ist es natürlich wichtig, dass die Kinder selber aktiv werden. Also wir halten keine Frontalvorträge, sondern unsere Ranger animieren die Kinder und Jugendlichen selber zu forschen, zu fragen, zu hinterfragen. Es steht so dieses Begreifen, Wahrnehmen und selber tun im Vordergrund. Und mit unserer neuen Unterkunft, dem Wildkatzencamp, haben wir natürlich optimale Voraussetzungen. Das Wildkatzencamp liegt direkt hinter dem Nationalparkhaus, ist öffentlich erreichbar und die Kinder müssen nicht täglich mit dem Bus in den Nationalpark fahren und wieder am Abend ins Quartier, sondern können direkt am Waldrand übernachten.